das alles mit, was wir kriegen können. Safe soll ich öffnen. Wo ist denn hier das eine Ding? Dem Haus? Safe ist. Aber da kann ja auch noch sein. Wie ist das denn hier runtergekommen? Ah ja. Oha, Titanic hier. Einfach Titanic nachgebaut. Dreckskrokodil. Mach. Was machst du? Nee. Haut ab. So nicht. Hallo. Sollte dich verpissen. Kein Bock auf die. Ich bin fertig, Bembe. Die wissen, dass wir hier sind. Ich hab dein Buch. Muy bien, Rojas. Rojas. Jetzt weiß ich, warum Clara so fest an dich glaubt. Du bist ein gutes Mädchen für alles. Glaubst du nicht, dass ich mehr drauf hab? Beweis es. Ich muss dir rein gar nichts beweisen. Sag mir, wo wir uns treffen. Ich bin am anderen Ende der Nordbrücke des Hotels. Ich glaube, hier sind wir am safesten. Wer kann... Wer sieht uns hier? Oh. Schau doch mal ab, ne? Ich will hier nichts mehr zu tun haben hier. Aufpassen, wenn ich. Und dieser scheiß Heli, ne? Die genau wissen, wo ich bin. So typisch, ey. Und all das für ein Buch. Diese Blätter runtergehen, ne? Scheiße. Was denn? Ja, hi Leute, ne?
Leuchte. Schießpulver. Wie geht's, Rojas? Danke, dass du meinen neuen Hafen gesichert hast. Ich dachte, du willst das Buch aus dem Safe. Kann ein Mann nicht beides haben? Natürlich ist das Hotel Via Rodia das wahre Juwel. Der beste Schmugglerhafen an der Südküste. Du brauchtest nur jemanden, der die Konkurrenz ausschaltet. Die Russen haben hier gutes Geld verdient. Und mit dem Buch und den Namen korrupter Beamter fließt dieses Geld jetzt zu mir. Wir sind hier fertig, aber du hast noch reichlich zu tun, Rojas. Du hast einen Teil von Paolos Schuld beglichen, aber längst nicht alles. Keine Sorge, ich habe noch mehr Arbeit für dich. Einsatz abgeschlossen. Schulden begleichen. Kapitän. Zeit, Schulden abzuzahlen. Was soll ich die nächste machen? 1000 für die Armee, 1000 für die Guerilla. Ah, dann. Ich habe ein paar Kunden, die unbedingt aus diesem Paradies raus wollen. Du wirst. Wenn ich die Stimme habe, ich immer den einen vor Augen. Ich habe einen Lastwagen dagelassen. Benutze ihn, um meine Kunden zu den Docks zu fahren. Dort wartet ein Schiff. Die Docks werden gut bewacht, also musst du dich etwas anstrengen, um kampflos an ihnen vorbeizukommen. Da kommt Rafael Marrero ins Spiel. Er ist Fälscher und ein sehr wichtiger Kunde von mir. Seine Papiere bringen dich durch. Erledige das für mich und Paolos Schulden sind beglichen. Alle gewinnen. Na dann, dann haben wir ja nichts zu verlieren. Wenn das Boot ablegt, legt es ab. Boah, wieder so weit weg, ey. Dein Ernst? Ach du was ist denn hier? Was ist denn? Oh nein. Ja, 20 Quests. Wobei die ist Rang 6, wenn wir die erstmal nutzen. Ja, komm. Nehmen wir die noch mit. Vala de Oro. 20 Quest. Das wird super. Que tal? Ist Paolo wieder beschäftigt? Was haben wir? Vorarbeiter. Ah, hier ist. Ja, was zu tun? Okay, okay. Ach, hier sind wir andere Sachen, ne? Statt der Guerillakämpfer ist eine Waffe mit besserer Ausbildung aus. Ja. Nicht damit du mir hilfst. Damit sind die Vermitteln stärker, ne? Paolo, ich habe gerade mit unserem gemeinsamen Freund Bembe geredet. Was hatte diese Schlange zu sagen? Er meinte, wenn ich noch einmal die Drecksarbeit für ihn mache, ist deine Schuld beglichen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich würde es wieder tun, um mich und Halia aus Yara rauszuschaffen. Danny, ich weiß, welches Risiko du für mich eingehst. Das werde ich nicht vergessen. Dank mir erst, wenn ich lebend zurückkomme. Wir bewegen hier was. Maximas Matanzas, liebe Tat, die werden alles verändern. Es ist mir dann auch egal, wenn Teile von mir fehlen. Ja und? Du bist Guerriera, überleg dir was. Ich habe eine Waffe. Na bitte, nächstes Mal erschießt du das Krokodil einfach, ja? Problem gelöst. Gut. Was ist denn jetzt los? Hä? Achso, ist die Ausbilderin. Warte. Ich bin ja hier teleportiert worden. Ah, okay. Muss man nicht haben. Wo ist denn... Hä? Was ist mit der? Ich hoffe, du kannst schießen. Genau dich wollte ich sehen. Man geht die senkrecht. Ah, okay. Der Magen... Man kann nur zwei pro Ding kaufen. Nehmen wir den hier. Wingsuit. Haben wir dann auch. So. Ah, hier kann man auch. Verstecke. Ah. Hoffentlich erzittert Castillo vor Angst vor dir. Pesis zum Verschwenden hat. Wow, ey, wo sind wir jetzt teleportiert worden? Da müssen wir hin. Na du?
sieht schon viel besser. Ah, ja. Aus. Das liegt nur an dir. Und ein bisschen an mir. Erweitern. Die Supreme, aber schau. Ich bin ja eh so. Auch nicht schlecht. Muss ich zu machen? Ja, das voll. Alter. War. Achso, hier passiert nichts. Nur. So zu sehen, was wo passiert. Als ich ihn rauszog, war alles voller Blut. Genau dich wollte ich. Haben wir denn genug? Nee, haben wir nicht. Metall fehlt. Metall ist seltener, ne? Maximas Vatanzas, liebe Schatz, die werden alles. Nur Parser. Achso, das ist die. Bringt die Anton Castillo dann auch egal, wenn Teile von mir fehlen. Ja und? Du bist Guerriera, überleg dir was. Ja, schrei doch nicht. Ich hab eine Waffe. So, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Du bist da! Genau, was wir brauchen. Was ist mit dir los? Weißt du, ich bin ein knallharter Radio-DJ. Okay, das ist gelogen. Aber du hast mich inspiriert, Dani. Mit deinem Guerilla-Ding. Ich träume davon, meine sexy Stimme, Musik von Maximas Matanzas und die Botschaft von Libertad über den Äther zu schicken. Ich nenne es Radio Libertad. Ich träume davon, dass du ein Logo überall auf Maria Marquesas beschissene Propaganda sprühst. Hier sind Sprühfarbe und ein paar Bomben, die ich gemacht habe, um Flyer schneller zu verteilen. Mit Gegenpropaganda ins Herz der Maschine. Oh, ich krieg ne Gänsehaut. Du auch? Da unten? Nein, nur ich? Okay, cool. Ich will annehmen mit Enter, Mann. Ja! Ich kann kaum erwarten, dass Thalia und Paolo das sehen. Suana, Suana, Suando. De Parma. Hola. Ja, gucken wir mal nach hier. Ich hab ein Problem, Guerriera. Was haben wir denn? Der Drecksack Paolo sagt, von Yara runterzukommen, hätte oberste Priorität. Herziehung. Der will abhauen, während wir echte Probleme haben. Ich habe gehört, unser Freund Matthias ist in Marquesas Akademie für wahre Yarana. Er ist Arzt, aber die haben ihm die Lizenz entzogen, weil er uns geholfen hat. Als ob es ein Verbrechen wäre, jemandem zu helfen, der kein wahrer Yarana ist. Und jetzt ficken sie ihm das Hirn, bis er Castillo hinterherhechelt. Ich muss es wissen. Die haben diese Gehirnwäsche-Scheiße auch bei mir versucht. Paolo wird nicht riskieren, Matthias zu retten, bis sich die Lage beruhigt hat. Aber du schon, oder? Bist du hier, um Matthias ist ein verdammter Heiliger. Lass nicht zu, dass Marquesa ihn bricht. So, jetzt haben wir alle Quests, Hauptquests angenommen. Ach du Scheiße, die sind alle weg. Die sind richtig mal weit weg. Ich meine, hier kann man ja schnell reisen, ne? Dann machen wir das hier zuerst. Du kannst nicht per schnell zum Ort einer aktiven Mission reisen. Hey. Heißt, wenn ich die nicht mehr aktiv... Jetzt kann ich schnell reisen. Hey. Hey? Ist ja nichts mehr aktiv. Hey? Was labern die für einen Scheiß? Na? Hey. Ich geh mal hier raus. Dafür, ich kann nicht schnell reisen. Gut schaust du. Plus. So. Hä?
Hä? Hier ist doch nichts aktiv. Verstehe ich jetzt null. Die ist nicht aktiv. Dann schnell reisen wir mal da. Dann ist das halt so. Nehmen wir uns vielleicht das Buggy, oder? Ja, ist wieder ein Buggy. Oh, scheiß Wetter hier. So. Hoppla. Ach du Heilige, was ist denn hier los? Bam! Da fliegt der Shit. Bisschen nach Kanada. Hat auch was von Just Cause, ne? Just Cause habe ich auch noch nie gezockt. Könnte ich auch eigentlich mal machen. Die Reihe anzufangen. Mal schauen, was sich hier ergibt. Aber dann haben wir ja auch mittlerweile das meiste gespielt, was es gibt. Gerade auch weil die ganze Reihe, weil ich fange jetzt nicht von ersten Teil an, oder? Soll ich nur den neuesten zum Spiel zocken? Hm. Panzer! Hallo! Nein, ich bin nicht dein Feind. Ja, mal gucken ist. Direkt auf uns ziehen, weißt du? Hey, Mann. Hat mich das Navi nicht da lang geführt. Hey, Vito! Ich bin in Segunda. Ui, wurde auch echt Zeit. Du bist langsamer als mein Stuhlgang nach zu vielen Platanos. Vito, okay. Muss das denn sein? Worauf wartest du noch? Sprüh die Poster an, leg die Bomben, verbreite die Kunde. Radio Libertad steht in den Startlöchern. Correre, auf geht's! Wo denn? Ach, da hinten. Chica Talisman. Ein guter Ort für Beaches Flyer-Bomben. Sprengstoff an einem öffentlichen Ort. Was ist das denn hier? Was kann da schon schief gehen? Oh, sieht gut aus. Achso, das sind die ganzen hier. Ich glaube, ich könnte Karriere machen. Da auch eben eins gefunden. Jawohl. Na gut, ciao. Auch nicht schlecht. Und dann gehe ich wieder zum einen. Da ist ja noch eins. Viel besser. So, geil. Wieder sprühen. Guck mal, wie wird's da oben? Bicho. Läuft bisher ganz gut. Nettes Logo. Gracias. Achte auf die klaren Linien, okay? Verstanden, Bicho. Nettes Logo. Was hast du da gemacht? Locker aus dem Handgelenk, ja? Weiche Bewegungen. Ist ja gut jetzt. Ich liebe dich. Immer schön aus dem Handgelenk. Diese Kulissengeräusche. Scheiße, ich bin gut. Mein E-Finger wieder. Ach, da oben. Stein.
Ach, da. Und da ist ja noch mehr, okay. Ja, ist also vielfältig, wo man machen kann. Überall. So. Seht euch das an. Platzier die Flugblattbomben. Bicho, ich bin fertig. Hat Spaß gemacht. Jawoll, ja. Oh Mann, wir machen Radiosender auf, Danny. Wir werden die Stimme von La Revolution. Du bist diese Stimme, Senior DJ. Aber hallo. Und was für eine Stimme. Bring nur den Müll raus. Da gibt's nichts zu sehen. Oh, Scheiße! Voll unauffällig. Reicht's mir aber. Puto! Wo bist du, Puto? Bomben gelegt. Okay, ich deck dich. So. Micho, bin fertig. Nein, 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 Mann. Bist du nicht. Bereit für den nächsten Schritt? Oh. Das bin ich. Okay, Maria ist unterwegs. Sie wird ein Banner enthüllen. Live im Fernsehen. Und du wirst es gegen mein Banner austauschen. Natürlich. Oh. Werde ich das? Auf einmal her. Es hängt ziemlich hoch, aber du schaffst das, ja? Clara wird voll drauf stehen. Auf geht's, Team! Gut, ich mach's. Auf geht's, Team. Die Luft ist rein. Feuer kommt doch Hubschrauber, weißt du? Sollen sich verpissen. Junge, so eine Verarsche, ne? Bald austausche. Auf einmal kann ich klettern. Hallo, kletter doch! So eine behinderte Wichscheiße. Ich will klettern, aber ich kann nicht klettern.
wird sauer sein, wenn ich diese Bande nicht weiter tausche. Nervt doch alle nicht. No more, no more. Hier geht's so. Hier die ganzen Leiter, warum machen die nicht ein Stück oder war es zu schwer zu machen? Ah, okay, jetzt ein bisschen länger. Hier geht's. Wow, was für eine Aussicht. Ichi wird sauer sein, wenn ich diese Banner nicht bald austausche. Ja, beruhig dich, Mädchen. Hey. Ach, Banner, ich hab Bombe verstanden. Bicho, ich habe mein Strafregister soeben um Vandalismus erweitert. Hol her das Register mit dem geilen Scheiß, der dich so krass macht. Wir treffen uns an der Tankstelle vor der Stadt. Oh. Ich glaube, ich wäre hier bei Wings falsch schon geblieben. Toll. Ah, okay. Ist erledigt, alles klar. Oh, ich brauch das Auto. Ehrlich, du klaust mir einfach so die Karre? Ja, wichtig. Geh weg, uns knall ich dich ab. Hallo. Der hat mich richtig aufgefuckt. Auch nur Schmiere stehen vorm Auto. So. Alles klar. Achtung, es geht los! Der hat echt ein Doppelkinn, ne? Meine lieben Freunde aus dem Ausland. Irgendwelche Fragen, bevor wir anfangen? Maria Marquez. Ministra Marquez. Ah, das ist sie. Sind Sie besorgt? Wie reagieren Sie auf die Gerüchte, Diego Castillo sei Ihr Sohn? Gar nicht. Diego Castillo ist der Sohn des Präsidenten und ein Vorbild für alle wahren Jaraner. Und nun ist es mir ein Vergnügen, den Bau des Anton Castillo Kulturzentrums für wahre Jaraner zu verkünden. Barrenla, immediatamente. Sehen Sie? Das ist die Art kultureller Beschmutzung, gegen die wir ankämpfen. Ah, wir müssten uns kurz Ihre Telefone und Kameras ausleihen. Ja, ja, kurz ausleihen, dann löschen die Aufnahme. Jeder in ganz Jahre hat diese Scheiße gesehen. Oh mein Gott, Danny, wir haben so viel zu tun. Ich raste hier noch völlig aus. Nur die Ente da an Haus. An Haus. Hier, das meinte ich. Sieht lustig aus. So. Und dann haben wir ja die nächste Quest, die wir bei dem... Danny, der Traum wird wahr!
Sorry. Ja. Da erklären müssen. Radio Libertad, Baby! Okay? Du bist auf Sendung? Nein, aber wir sind so verflucht nah dran. Ich kann's schon riechen. Komm auf meine Ranch! Warum? Weil ich da bin. Ist das nicht Grund genug? So. Ach, scheiß drauf. Das wird zu langsam, aber das Auto ist eh so ein bisschen langsam, ne? Ja, was soll ich sagen, ne? War eine nette Quest, mal was anderes. Mit dem Spain und, den... Oh, seid ihr bekloppt, Alter! Meine Fresse, laufen die mir über den Weg. Denken die, ich bremse? Junge, Junge, habt ihr aber falsch geschnitten. Waren zwar Verbündete... Ah, heiliger Gott. Können Hunde mich eigentlich angreifen, wenn ich hier im Auto sitze? Das würde mich eigentlich interessieren. Zerren die die einfach raus. Was hunden die denn? Ich bin doch einfach auf der anderen Seite. Das muss Raphael sein. Zuckerplantage. MB, warum gibt's überall, wo du mich hinschickst, Ärger? Mutmaßungen sind Zeitverschwendung und Zeit ist Geld. Nimm die Sache selbst in die Hand. Egal, wenn es der Feuer auf dem Gipfel ist. Schnell. Raphael ist da irgendwo. Wie sterbt die denn nicht? Verdammt, Axt. Ich will nicht sterben. Nein, nein! Ja, okay. Ich sehe es. Schnauze. Oh, soll eine Kiste sein, also nehme ich die auch. Schießpulver. Kommt jemand hoch? Da ist auch noch jemand. Nein! Oho. Das war knapp. Das war richtig knapp. So. Hier müssen auch noch. Gracias. Zack, zack. Kein Problem. Muchas gracias. Bitte schön. Los jetzt. MB meinte, es würde jemand kommen. Helft mir bitte! Warte mal. Sprühdose, wow. Wo ist der denn? Ach, das ist der. Gracias. Da. Hat Ben B. dich geschickt? Si. Bist du Raphael? Ich habe Papiere für dich. Sie liegen im Truck in der Nähe. Ben B.'s Kunden stehen drauf. Beeil dich besser. Und was machst du? Ich gehe zurück in mein Atelier. Ich muss noch mehr Kunst erschaffen. Alles klar. Ben B., ich habe deine Kunden und deine Papiere von Raphael. Okay, Rojas.
Dann bring meine wertvolle Fracht zum Hafen. Ja, okay. Hey, wie viel müssen wir denn für ihn erledigen? Wer glaubt der, wer der ist? Gell? So. Malaziane. Wie geht's? Ach so, nicht so weit. Okay. Das können wir ja noch machen. Hier, Metall. Oh, was machst du denn? Hallo, lass mal fallen. Ich wollte nur springen, da klettert die einfach darauf. Ich wollte eigentlich nur den hier machen. Ist doch wahnsinnig. Die ist doch wahnsinnig. Hier drin? Da drin? Warte mal. Ah, scheiße. Geht das ein guter hinten? Ich bin gespannt, was sich hier los ist. Was hier abgeht.